Alles Bilder von unserem Dorf. Schabach im Hunsrück. Linksrheinisch, rheinisches Schiefergebirge, Deutschland, Europa, Erde, Weltall. Zweimal war Weltkrieg und das Dorf sieht immer noch ganz genauso aus wie vor 100 Jahren. Das Kriegerdenkmal, da haben wir 1920 hingeweiht. Da war ich auch dabei. Da bin ich ja. Das da ist das Haus von der Familie Simon mit der Schmiede rechts. Gebaut 1700 sowieso. Und das da ist der Matthias, der Dorfschmied, der Großvater. Auch schon tot, gestorben 45 im Winter, ganz kurz bevor die Amis gekommen sind. Und seine Frau ist Katharina, die Großmutter von uns alle. Schönes Foto. Ist da? Ah, uns Paulinsche, wie jung sie noch aussieht. Da, das Dorf war vor dem Krieg. Was hat sie denn da für Hut an? Die hatte Robert Gröber, Uhrmacher aus Siemer, geheiratet und ist Geschäftsfrau geworden. Da hat sie gerade erfahren, dass ihr Mann in Russland vermisst ist. Wen haben wir denn da noch? Den lange Eduard. Den haben sie nach Berlin geschickt, wegen seiner Lungen. Und da hat er die Lucy kennengelernt und geheiratet. Und da sind die zwei wieder zurück in den Hunsrück gekommen, gerade wie die Hitlerzeit angefangen hat. Da hat er die Uniform schon an. Und ein riesen Auto haben sie sich zugelegt. Und eine Villa haben sie gebaut. Mit Schulden. Aber die brauchen sie nicht mehr zurückzuzahlen, jetzt wo der Krieg aus ist. Was sind das? Ah, zerrissen haben sie den. Die Familie Simon. Und Maria. Die hat der andere Sohn von Matthias geheiratet, der Paul. Und zwei Kinder haben sie. Das Antonsche und das Ernstsche. So hat die Maria früher ausgesehen, so sieht sie heute aus. Das ist das Antonsche, in Russland vermisst. Und links das Ernstsche, als Jagdflieger über Frankreich abgeschossen. Ja, die Maria mit ihren zwei Söhnen. Das da ist das letzte Foto von Paul. Der ist 1927 einfach weggegangen. Da sieht man nur noch von hinne. Erst 12 Jahre später hat die Maria erfahren, dass er noch lebt und ein reicher Amerikaner geworden ist. Der Otto Wohlleben. Ach, schon tot. Der ist im Krieg mit der Bombe, die er entschärfen wollte, in die Luft geflogen. Da sieht man ihn noch mal mit der Maria zusammen. Ohne Kind haben sie. Das Hermensche. Da, wie der Otto sich freut, mit dem Hermensche umarmen. Heute ist er 7 Jahre alt. Oh, das Datum da, das werde ich mein Leben lebtag nicht vergessen. Es war der 18. März 1945, wie die Amis bei uns eingerückt sind. Da war für uns der Krieg zu Ende.